ihm in Babelsberg ergangen ist. Philipp macht große Augen. Gleich soll er als lebende Fackel herumlaufen. Es wird heiß. Heiß. It's getting hot in here. Das Wichtigste, Top-Sicherheitskleidung. Ja, klar, das passiert nicht. Außerdem bekommt Philipp genaue Anweisungen. Nee, eigentlich ist es meine, mit der habe ich jetzt letztes Jahr mal BB-Rad. Die wichtigste Regel gegen Verbrennungen, nicht gegen den Wind laufen. Jetzt deine beiden Arme auseinander, strecken die Daumen hoch. Dann ist es soweit. Philipp wird eine mit Benzin getränkte Decke umgehängt. So, Rossi wird dich anstecken, dann schreit der, brennt. Wenn du dich umdrehst, also sag mal, du läufst jetzt, du drehst dich um, kommt die Flamme hinterher, verbrennt dich. Du musst also laufen und eine große Kurve, ja? Okay, kommt. Los geht's. Philipp wird angezündet. Dafür bekommt er Applaus von den Mitstreitern und eine heiße Umarmung vom Stuntlehrer. Und wie wir hören, bekommt er auch einen riesengroßen Applaus dafür von Ihnen, denn das war wirklich richtig, richtig mutig. Ich weiß ja nicht, so Feuer auf dem Rücken, na gut. Ja, du schon, du bist ein Actor. Aber nicht hinten. Also anzünden muss nicht sein. Was auf jeden Fall sein musste, zumindest in meiner Kindheit, waren Comics. Die fingen an, wenn man sie aufschlug, mit einer totalen über ein kleines Dorf. Es war 50 vor Christus und der Satz, der drüber stand, den kennen Sie bestimmt. Ganz Gallien war von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein kleines, unbeugsames Dorf hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Ja, Sie wissen, was ich meine. Asterix und Obelix, genau. Und diese Gallier fürchteten eigentlich nur irgendwann, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Und vor mir braucht sich Philipp speziell nach der Einlage eben, glaube ich, auch nicht zu fürchten. Jetzt werden Sie gleich Feuer und Flamme für ihn sein, wenn er singen wird aus Asterix und Obelix gegen Cäsar den Song von Xavier Naidoo, Sie sieht mich nicht, für Sie, Philipp! Wenn sie vorbeigeht, ja, dann scheint es wie ein Feuerwerk. Vor einem Himmel ist es sie, die ich bemerk. Ihre Königlichkeit ist nur ein König wert. Und ich bin wenig königlich. Sie sieht mich einfach nicht. Je mehr ich mich ihr näher, desto ungeschickter bin ich. Mein Körper, meine Stimme, mein Gesicht. Es gibt Grenzen, die man trotz Millionen von Soldaten wegwischt. Aber unser überwindet man nicht. Er hat Stil, ist delikat. Sich Gesten so zart. Das leichte Leben dieser Welt ist seine Art. Er ist so sehr auch das, was er nicht zu sein vermag. Doch die Frauen wissen nicht von diesen Dingen. Zu kämpfen bereit, aber ist da nicht diese Ungerechtigkeit? Wenn sie vorbeigeht, ja, dann scheint es wie ein Feuerwerk. Sie sieht mich einfach nicht. Thank you.
Dankeschön. Danke. Was für Dieter, okay? Ich mach was für Dieter. Und wieder. Happy Birthday. Birthday. Okay, noch. Ja, lieber Philipp. Nach zwei gesanglich überschaubaren Leistungen, aber mit hervorragender Performance, nämlich die letzten zwei Sendungen, wollte ich eigentlich heute ein bisschen kritisch mit deiner Stimme umgehen, aber du hast mich überrascht, und zwar in positivster Form. Dankeschön. Du hast mich überrascht. Du hast mich überrascht deswegen, weil du gezeigt hast, dass der Beatboxer auch in der Ruhe sehr ausdrucksstark sein kann. Und ich nehme an, ich habe das hier auf dem Bildschirm gesehen, es hat so ein bisschen ausgesehen wie Bambi, aber ich muss sagen, das war wirklich, ich fand es ganz großartig. Ich habe es gemerkt, aber war wirklich eine ganz tolle Leistung, meinem Empfinden nach. Dankeschön. Ja, Philipp, was dein Gesang angeht, das ist wirklich ein Quantumsprung von letzte Woche. Also wirklich, ich hatte so feuchte Augen, Gänsehaut, ich habe auch gezittert, also mehr Gefühl geht einfach nicht. Das war wirklich super. Ach schon, ja. Dankeschön. Und leider hatte ich nur Thomas, um mich zu trösten. Das geht nicht gut. Ich hätte ja runterkommen können. Ja. Emma, ich liebe dich, gell? Ja, Philipp, so ist das nun mal mit dem Geschmack und mit dem persönlichen Empfinden. Also damit was gut ist, muss ja Sender und Empfänger irgendwie auf gleicher Wellenlänge unterwegs sein. Mich hat das Gefühl heute Abend in diesem Lied, das ja im Original zuhauf vorhanden ist, heute Abend überhaupt nicht erreicht. Als ich gelesen habe, dass du was von Xavier Naidoo singst, habe ich schon gedacht, oh weia, oh weia. Es hat sich ja schon mal einer einen Xavier-Titel rausgesucht. Und das war auch nicht so die glücklichste Wahl. Ich glaube, das war heute Abend bei dir genauso. Denn Xavier ist ein 1A-Sänger. Du misst dich da eben mit einem 1A-Sänger. Und es gibt keinen besseren als Xavier. Und ich bleibe dabei, du hast alles gegeben, aber mir hat es nicht gereicht. Ist okay. Ja, es war letztes Jahr so, wir hatten hier den Nektarius. Nektarius war ein wirklich grandioser Sänger, fand ich. Der ist an dieser Nummer gescheitert. Und weil es wirklich wahnsinnig schwer ist, Titel zu singen von Xavier Naidoo. Und es kam bei Nektarius, war das Problem, es kam nichts rüber. Und ich kann nur sagen, also mich hat das total berührt und es kam super geil rüber. Dankeschön. Happy Birthday. Philipp, muss ich immer ganz fest umarmen, denn wenn wir dich trockene hier im Monitor sehen, dann hast du immer so, mein Gott, du siehst wirklich aus wie Bambi, wie Thomas gesagt ich hat. Ich habe auch gerade übelst. Du hattest Angst wieder, ne? Das war diesmal also übel. Drei super Kommentare und Thomas, ich weiß nicht, was du heute Abend hast. Ich habe die Wahrheit gesagt. Oh. Nicht mal, aber das Publikum, ach, ich möchte, okay. Darf ich noch was sagen? Nur kurz. Sagen? Es geht nur darum, ich denke einfach, das war mir sehr wichtig, den Song zu singen, auch wenn er von Xavier Naidoo ist und auch wenn der Herr Burg sagt, das ist ein Sänger, an dem man sich nicht messen kann. Ich denke einfach, das ist ein deutscher Titel gewesen und Xavier Naidoo ist ein super guter deutscher Künstler. Und ich denke, es wird viel zu wenig deutsche Musik gesungen im deutschen Fernsehen. Und genau. Deshalb meine ich, das habe ich auch deshalb machen wollen, weil alle wollen immer nur Englisch, 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 Englisch. Aber ich meine, also meine Seele schlägt für deutsche Musik. Also. Weißt du was, Philipp, du hast wirklich mit Gefühl gesungen, mit Danke. So viel Gefühl. Hast du es auch ein bisschen für deinen Sohn gesungen? Ja, genau, das war Spitze. Das bringt auch Punkt. Hast du es auch ein bisschen für deinen Sohn gesungen? Mich aber auf jeden Fall, klar, es geht es eher darum, dass eine Frau mich ja nicht sieht, aber Emma hat mich ja gesehen. Und ich meine, ich habe es eigentlich so für die Allgemeinheit auch gesungen, weil es, ich weiß nicht, das Lied, ich liebe es einfach und ich liebe dieses Lied und habe es probiert, mit Liebe zu vermitteln. Wir haben es wirklich auch Sie haben es geliebt und deswegen zeigen Sie ihm jetzt, wie sehr, einen riesengroßen Applaus für Philipp. Schön.